Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Wenn ihr das hier feiert, dass wir dieses Spiel spielen, dann drückt auf jeden Fall den Abo-Button, schreibt einen Kommentar und liked das Video. Das hilft uns, das fördert den Algorithmus und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Und damit, let's go. In der letzten Folge haben wir ja den Kohl geerntet. Davon haben wir jetzt mächtig, mächtig viel. Und jetzt wäre so der Punkt, wo ich überlege, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich gehe erstmal in die Stadt, in die größere. Und werde mich da nochmal um ein paar Quests kümmern. Wir brauchen Reputation, wir brauchen jemanden, der unsere Felder bestellt. Und überhaupt einfach mehr Leute. Wir brauchen mehr Leute. Wir können nochmal kurz ein paar Hirsche jagen. Damit wir ein bisschen Leder und Fleisch bekommen. So, einen haben wir schon mal. Ah, naja, ich würde sagen, zwei Hirsche reichen erstmal. Wir brauchen wieder ein Messer. Wir haben Material für ein Messer. Sehr gut. Wir hatten ja hier noch eine Quest in der großen Stadt, ne? Das Ende naht. Und dafür brauchten wir... Quest verfolgen. Drei Roggen, zwei gebratenes Fleisch, zwei Barsch und ein Stein. Wir könnten jetzt die restlichen Sachen, die wir jetzt noch nicht haben, kaufen, um dann die Quest abzuschließen. Wir brauchen zwei Barsche, ne? Hello. Und der verkauft uns hier Barsche. Wir kaufen einfach mal zwei. Jetzt fehlen nur noch drei Roggen. Hello. Hat er das auch da vielleicht? Roggen. Roggenbrei, Roggenbrot, rote Beete, Rührei, nee. Okay, wir gucken nochmal. Irgendeiner muss hier Roggen haben. Also der müsste Roggen haben. Wo ist Roggen? Roggenkorn. Ah, hier, Roggen. Davon braucht man, glaube ich, drei oder so, ne? Jetzt können wir den Bums abliefern. Und ich hoffe, dass die Quest nicht mehr so lange geht. Ordne die Gegenstände richtig unter dem Baum an. Der Verrückte behauptet, dass der Stein und das Essen auf bestimmte Weise unter dem Baum platziert werden müssen, um das Ritual durchzuführen. Das hat er mir jetzt bestimmt gesagt, aber ich habe nicht zugehört. Boah, okay. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zu dem Baum. Und dann probiere ich einfach ein bisschen rum. Vielleicht muss man ja auch gar nicht wissen, in welcher Reihenfolge das ist. Vielleicht macht die Quest das für einen. Oh, okay. Was war das? Bin einfach über den Zaun gefallen. Da vorne ist eine Ruine. Loot. Looty, loot, loot. Ich hoffe, wir sind keine Verbrecher. Hallo, Gangsters. Seid ihr hier? Nee. Nicht. Wir müssen da hoch, da oben gibt es eine Menge. Haferbier, Münzen und einmal Pelz, okay. Mal ein bisschen näher ranzoomen hier. Hier ist noch ein Haferbier, hier ist ein Trinktrank und ein Trank des schnellen Heilens. Was zur Hölle ist ein Trinktrank? Das ist eine Kupferaxt. Ich habe mich wieder festgebackt. Befreie mich. Ja, okay, okay. So, kann ich die jetzt nehmen? Ja. Schön. Trick 17 war das, Leute. Trick 17. Muss ich jetzt mitten in der Nacht zum Sumpf gehen? Macht das Sinn? Ist das gut? Frage ich euch. Ich weiß ja nicht, was hier so rumkreucht und fleucht. Vielleicht gibt es hier doch so ein Weltuntergangsmonster. Auf jeden Fall gibt es hier auch Reed. Ich kann mir meine Fackel nachcraften, wenn ich will. Jagdgebiet entdeckt, Elch. Das ist schon mal besser als Wolf oder so. So, jetzt müssen wir uns wieder eine Fackel craften. Es ist dunkel. Da vorne gibt es auch wieder Loot. Oh. Hier wurde ein Typ erschossen. Kupfermesser. Ah ja.
Oh, was ist das? 22 Münzen. Nehme ich gerne. Wie viel? Ein Säckchen. Und ein Bärenwein. Und ist noch ein Lager. Hier gibt es leider nichts. Nichts zu holen. Ach, das muss der Baum sein, ne? Warte mal, da vorne ist ein... Ah, okay, okay, hier ist tatsächlich so ein Sumpflager. Da gehen wir auch gleich mal hin. Ordne die Gegenstände richtig unter dem Baum an. Das ist jetzt doof, weil... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe leider nicht zugehört. Ach, Mann. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier unter dem Baum anordnen soll. Also bestimmt muss irgendwie nach Norden, Süden, Osten und Westen irgendwas hin, ne? Vielleicht kann mir ja einer in dem Dorf helfen. Ich glaube es zwar nicht, aber... Ja, der Typ in dem Dorf schläft gerade. Und, leider kann er mir nicht helfen. Natürlich sehr schlecht. Recurve-Bogen 1%, Alter. Was soll man denn damit? Den kann man nur verkaufen. Für sehr wenig Geld. Vergifteter Bronzefeil. Nehmen wir mit. Es gibt halt unglaublich viele Möglichkeiten, das jetzt richtig zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Quatsch, jetzt habe ich den Bärenwein rausgeworfen. Ich wollte doch das gebratene Fleisch rauswerfen. So, und in den Westen den Barsch. Oder den Stein. Ach, ich weiß doch auch nicht, Mann. Ist auch nicht, was ich hier machen soll. Tja. Naja, dann weiß ich nicht. Ich habe versucht, im Internet zu googeln, aber das gibt es leider noch nicht. Die Map ist noch zu frisch. Hat noch keiner einen Guide für geschrieben, wie man unter dem Baum hier den Scheiß platziert. Okay, jetzt habe ich hier... Ich hab's gefunden. Hier ist Ritualplatz und den soll ich untersuchen. Und da ist jetzt Fisch oben auf der linken Seite, Fleisch unten auf der rechten Seite. Fisch oben auf der rechten Seite, Fleisch unten auf der linken Seite. Ha. Nehmen wir das zweite. Zwei Bündel auf der rechten Seite, eines auf der linken Seite. Hm. Ja. Ob das jetzt richtig war, das kann ich euch nicht verraten. Ich soll auf jeden Fall mit dem Typen wieder sprechen. Und es wird auch schon wieder morgen. Okay. Na, dann gehen wir mal zu ihm hin. So, ich bin wieder bei ihm. Jetzt kann ich die Quest endlich abgeben. Ich hoffe, das ist so richtig. Hast du das Ritual durchgeführt? Genauso wie ich dir gesagt habe. Ich bin mir ganz sicher. Ein Stein in der Mitte auf ihm. Und auf der linken Seite zwei Barsche, auf der rechten Seite blablabla. Jetzt bin ich mir sicher, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oh. Ah, okay, ich habe es endlich abgeschlossen. Ich habe trotzdem die Punkte bekommen, aber ich habe einen Fehler gemacht. Anscheinend ist egal. Dann ist zumindest sein satanisches Ritual jetzt schief gelaufen. Und ich habe endlich 540 Dynastie. Und werde jetzt mal gucken da hinten, ob da jemand ist, der Landwirtschaft kann. Dann engagiere ich den gleich mal. Wir brauchen einen Mann. Hier ist nur ein Mann. Top. Und er hat eine 2 in Landwirtschaft. Ja, scheiß jetzt drauf, ich nehme dich. Ja. So, neuer Dorfbewohner und ich gebe ihm gleich mal die Hütte mit der einen Frau, die wir da haben. Und du gehst bitte mal in den Feldschuppen. Ja. Da darfst du arbeiten. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich das eine Wiese noch finde, was da oben noch auf der Lichtung stand, damit wir das noch jagen und dann aus seinem Fleisch Kohlsuppe herstellen. Muss man, glaube ich, auch das... Rezept dafür kaufen. Aber ich glaube, das macht Sinn. Das wäre gut. Haben wir in dieser Jahreszeit schon alle Wiesente getötet? Ich finde keinen mehr.
Ohne sind noch Wölfe. Ja. Oh, hier ist noch ein Lager. Schön. Geben mir welche? Nö. Loot. Oh, sehr gut. Münzen und Roggenbrot. Kommt mir gerade recht, weil ich habe sehr Hunger. Nehme ich sehr gerne an, das Roggenbrot. Bronzepfeil. Salzfleisch ist auch gut. Einmal einen Bogen mit 100%. Ein Bronzemesser. Schön, ey. Wirklich, wirklich schönes Zeug. So, dann esse ich erstmal was. Drück dir mal das Roggenbrot rein. Erwischt. Ein Steinpfeil. Okay. Ja, wir sollten zurückgehen. Wir haben einfach zu viel geladen. Oh, hier unten ist wieder ein Karren umgefallen. Boah, jetzt finden wir gerade echt viel Loot. Nicht gut. Kleines Behältnis. Wollstoff. Ah ja. Bärenwein. Und Ton. Und 31 Münzen. Läuft. Da vorne sind zwei Wölfe. Die brauche ich jetzt nicht zu jagen. Eine verfolgt mich. Okay. Erstmal das abliefern, was wir jetzt gefunden haben. Bronzemesser können wir reintun. 84 Federn. Einfacher Rucksack kommt hier auch rein. So, gucken wir mal, was wir alles brauchen für eine Kohlsuppe. Eigentlich nur Fleisch und Kohl. Theoretisch. Ah, wir brauchen auch Holzschalen. Ah, ja. Naja, dann müssen wir noch ein paar Holzschalen craften. Ich guck mal ganz schnell, was man dafür braucht. Auf jeden Fall erstmal 100 Geld. Damit wir Holzschalen überhaupt herstellen können. Oh, ich habe einen Schweinestall freigeschaltet. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Also können wir demnächst einen Schweinestall bauen. Und dann heißt es Schweine kaufen, meine Freunde. Dann können wir nämlich einfach so Dung herstellen mit den Schweinen und daraus dann auch wieder Dünger. So, jetzt kochen wir uns erstmal eine schöne Suppe. 10 Stück Kohlsuppe. Wo haben wir denn Schweine? Welches Dorf hat Schweine? Gab es die in der großen Stadt? So, wir können Fähigkeiten beim Jagen nochmal aufwerten. Genau, damit wir mehr Erfahrung bekommen. Da haben wir noch ein paar Fähigkeitspunkte. Schön. Bei Technologie haben wir, wie gesagt, den Schweinestall freigeschalten. Sehr gut. Bei Verwaltung. Manik Nief hat leider kein Werkzeug. Ja, der braucht wahrscheinlich eine Hacke und Säckchen, ne? Das machen wir gleich, nachdem wir die Kohlsuppe gemacht haben. So, wir kriegen pro Kohlsuppe 25, ist der Preis. Warte mal, der Händler will ungefähr, nimmt die Hälfte dafür. Also 13, 12, 13 ungefähr. Mal 40. Das kracht schon rein. Neues Level in Überleben. Gehen wir gleich mal. Bei Überleben habe ich ja Erkenntnisse auf 3, das heißt, wir kriegen mehr Erfahrung. Schatzjäger. 5% Chance, unerwartete Gegenstände beim Graben in Tonvorkommen zu finden. Naturgewalt. 5% langsamer Haltbarkeitsverlust von Äxten, finde ich gut. Meister Zerstörung. Du erhältst beim Zerstören von Gebäuden 50% des Materials zurück.
Eins mit der Erde, 5% langsamer Haltbarkeitsverlust von Spitzhacken und Schaufeln. Ich nehme mal Naturgewalt. Oder? Nee, wir benutzen ja gar keine Äxte eigentlich mehr. Ach so, oh, ich habe bei Gewinnung geguckt, dabei habe ich bei Überleben einen Punkt bekommen. Gut. Starke Leber, 25% höhere Giftresistenz. Nee, Überlebenssinn. Erkennt von Stöcken, Steinen, Pilzen, Federn, Kräutern und Prüfmodus. Stark wie eine Eiche, 15% mehr Gesundheit. Wir machen mal den Überlebenssinn. Der Überlebenssinn, der macht Sinn. So, wie viele Hacken stelle ich jetzt her? 16 könnte ich. Ich mache einfach mal 6 erstmal. Das sollte erstmal reichen für den einen da. Dann gehe ich mal die Kohlsuppe verkaufen und guck gleich mal, ob die da eventuell Schweine haben. Oder ich könnte gleich hier auch einen Schweinestall schon bauen. Wo würde ich denn gern einen Schweinestall hin? Ich glaube, auf die andere Seite. Ja, hier so ins Wasser. Finde ich cool. Okay, Steine. Gar kein Problem. Sammeln mal schnell. Ich sag mal kurz in der Verwaltung, dass der Holzschuppen einfach keine Stämme mehr macht, sondern nur noch Stöcke. Weil wir gerade ein paar Stöcke brauchen und wir eigentlich genug Stämme haben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich eher so Stöcke brauche für Zäune und sowas, für Gatter und so. Ne? Jetzt gerade bei dem Schweinestall auch wieder. So, Schweinestall ist fertig. Jetzt könnten wir überlegen, ob wir jetzt schon mal ein paar Gatter herstellen. So ein Flechtgatterschema, da kostet einfach 300. Ja, müssen wir. Wir müssen in den sauren Apfel beißen und die Scheiße ausgeben. Okay. Also so soll das Schweinegehege dann aussehen, wenn es fertig ist. Und ja, jetzt wollen wir echt viele Stöcke dafür. Tja. Erstmal muss ich was essen. Ich bin nämlich am Verhungern. Schön das Gatter fertig bauen und dann haben wir gleich unseren Schweinestall fertig, wenn ich noch meinen Hammer nochmal repaire. Ich brauche viel, viel mehr Äste. Ach Mist. Ja, das mache ich jetzt nochmal schnell. Kleine Farming-Action und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem fertigen Schweinestall. Hoffe ich. So, ich habe den Schweinestall jetzt fertig gecraftet, sage ich jetzt mal. Also auch mit allen Zäunen und so. Ich muss jetzt aber schlafen, weil es schon sehr dunkel war. Wir gucken uns jetzt das Ding nochmal an. Und es ist einfach super geworden. Ich freue mich drauf, wenn da endlich Schweine drin sind. Ja, sehr, sehr schön. Wir können dann die kleinen Schweine rumflitzen und quieken und was weiß ich nicht alles. Schön. 3 Bäume sind im Gehege mit drin. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut geworden. So, ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Blick auf das Schweinegehege, auf den Schweinestall, war es das mit dieser Folge Medieval Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst den Abo nicht, vergesst den Kommentar nicht und den Like. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.